So, ihr drei. Ja. Es gab Igel. So, der Große zuerst. Ja. Immer mit der Ruhe. Du hattest du voll gefressen. So, und jetzt noch ein Federchen. Von diesem Federchen lassen wir dann einen genetischen Fingerabdruck machen und können vielleicht, wenn wir in 3 Jahren irgendwo anders einen jungen Uhu bringen, die Feder analysieren, feststellen, dass es ein Kind von dem hier ist. Mal gucken. So, jetzt wieder unter das Deckchen mit dir. Wenn die jungen Uhus dann so unterm Rucksack sitzen, ist das für die so ein bisschen wie im Dunkeln unter der Mutter und sie müssen nicht so viel von mir sehen. Ja, komm. Ja. Ja, es gab auch Ente zu essen. Stockentenfedern. Im Kühlschrank liegt nichts. Ja, und die Ecke hier ist wirklich super geschützt. Es ist richtig staubtrocken hier. Also im Gegensatz zu anderen Uhu-Nestern, wo die Jungen jetzt triefen und tropfen und aufpassen müssen, nicht zu unterkühlen, ist das wirklich eine Luxuswohnung hier. So, wo haben wir denn die halbe Portion? Ah ja.
Naja, nicht wieder direkt unter die Geschwister laufen kann. Komm, Kleiner. Also du bist zwar klein, aber gut ernährt. Du schaffst das schon. Na? Der bekommt dann jetzt einen etwas kleineren Ring. Den großen wird er wahrscheinlich verlieren. Und so einen riesen Uhu wird das mit Sicherheit nie. Ja. Also ich habe schon öfter so Uhu-Zwerge beringt und nicht unbedingt damit gerechnet, dass da mal ein richtiger Uhu draus wird, aber es gibt durchaus Fälle, wo die dann 3-4 Jahre später als zwar kleiner, aber voll funktionstüchtiger Uhu irgendwo wiedergefunden worden sind. Na? Ja, dann komm mal wieder zu deinen Geschwistern. Ja. Komm mal mit der Ruhe. Ist noch ein bisschen Igelhaut mit Stacheln dran. Die Uhu-Mütter haben mitunter einen Instinkt dafür, dass das ein bisschen gefährlich ist und schaffen dann die Igelpanzer aus den Nestern raus, damit da kein Junge sich irgendwie dran verletzt. Auch eine Stockentenfeder, Krähenfeder. Ja, und von den vielen jungen Füchsen fehlt hier jede Spur. Also da scheint die Uhu-Dame die Überbleibsel auch irgendwie zu entfernen. So. Naja, ihr guckt am besten alle da hinten ins Eckchen. Und bleibt schön ruhig. Dann hoffe ich erst in 20 Jahren wieder was von euch zu hören.